Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Am Sonntag will das rechtsextreme Frontenmarienchen dringend Präsidentin werden. Denn das große Ziel ist, das französische Volk von den arroganten Eliten zu befreien, die ihm vorschreiben wollen, wie es sich zu verhalten hat. Vorschreiben von Eliten? Niemals. Abschreiben bei Eliten? Oui, bien sûr. Le Pen soll Teile einer Rede bei ihrem ehemaligen Konkurrenten Fillon abgekupfert haben. La Manche est la mer du Nord, ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large qui nous livre ses aventures. Ja was, c'est moi, Marine Le Plagiat. No One-Man-Show bei der FDP. Manche denken ja, die FDP habe ein Problem. Für viele ist die FDP zu einer Ein-Mann-Partei geworden. Ach Quatsch. Sie haben gestern gesagt, die FDP ist keine One-Man-Show. Da haben Sie aber dreist gelogen, oder? War nicht so. Wir haben viele, viele tolle Leute. Oh ja, und die würden hier ja auch gerne stehen und sprechen. Nur ist dafür leider keine, wie soll ich sagen, keine Zeit. Irgendwann habe ich auf den Tacho geschaut und habe festgestellt, aus den 30 Minuten waren schon 60 geworden. Und wenn Sie sich dann langsam fragen, wen gibt es da noch? Tja, den kleinen Christian Lindner und den großen Christian Lindner. War sonst noch was? Ach ja, große Freude bei den Klatschmedien. Der Terror kehrt zurück ins brandenburgische Glambeck. Problem Storch Ronny. 2016 hatte Ronny die Dorfbewohner monatelang immer wieder angegriffen. Wie besessen hackt er auf dunkle Autos und Fensterscheiben ein. Und jetzt Ronnys Hackshow, die zweite, oder was? Er macht es sich im Garten bequem und klopft wieder an die Tür. Und klopft an die Tür der Adebar, gibt's Sendezeit im Boulevard. Da brat mir einer einen Storch.